Mal schauen, was drin ist heute. Schön den Einfachkopf festsetzen, ganz wichtig. So, scharf stellen. Zorro, geh ab hier. Komm her, wo ist dein Platz? Platz. Mal meinen Schieber ziehen hier. Meistens springen die nicht. Autsch. Doch, er ist gesprungen. Tatsächlich. Wichtig ist, dass man wartet, dass man einen sauberen Schuss antragen kann. Ja, da haben wir ihn. Ziemlich kräftiges Exemplar, muss ich sagen. Mal gucken. Ah, das ist eine Fee. Okay. Ja, die müssen weite Wege zurücklegen irgendwie. Weil im eigenen Revier gucken wir eigentlich, dass man da die Baue leer macht und alles. Und auch bei Nachbarn bin ich mit der Baujacht immer aktiv und hole da mal Dachse raus.
Und wenn man den Bau hat, hat man auch eigentlich den Dachs. Das ist ja so bei Dachsen. Aber es kommen immer wieder welche hier ins Revier, welche lang und gehen dann in die Fallen. Gut, dann wollen wir einmal einen zweiten Schieber ziehen. Mal reingucken in die Falle, wie die aussieht. Also vom Köder ist hier auf jeden Fall nichts mehr nach. Ach doch, da liegt er. Der ist ein bisschen weiter verrutscht. Da sieht das gut aus. Da sieht das auch gut aus. Ich werde mal den Köder daraus fischen. Dafür brauche ich wieder meine Zange. Den machen wir jetzt auch neu, den Köder, das ist nicht mehr viel Gutes dran. Köder war hier Rehwildaufbruch. Da liegt noch mehr drin. Ne? Mal rausfischen. Der Köder ist jetzt auch gute 2 Wochen alt. So, und sonst sieht das eigentlich ganz gut aus. Hat sich nochmal gelöst da vorne. An der Ecke. Das ist aber gut, das lockt schön. Und sonst ist das Rohr sauber soweit. Wollen wir immer noch einen Köder reinmachen? Ich nehme wieder Rehwildaufbruch. Für mich ist Rehwildaufbruch einer der besten Köder auf jeden Fall. Da fange ich mit am meisten drauf. Geht natürlich nur in den kälteren Monaten. So. Ich muss einmal die Tüte aufmachen. So, die Tüte habe ich aufgerissen. Das war mit einer Hand ein bisschen schwierig. So sieht das Ganze aus, ein gefrorener Klotz. Einfach reinplumpsen lassen. Ein bisschen hinlegen, ordentlich. Und dann ist gut. Das ist immer das Gute, wenn man gut vorbereitet ist. Aber ich sehe gerade, ich muss das eine Ablaufloch auf jeden Fall frei machen. So lasse ich es liegen. Aber rechts seht ihr, da ist eigentlich ein Loch, noch links ist da eins. Neben Aufbruch, wo der Sud ablaufen kann, jetzt, wenn das auftaut. Und allgemein vom Aufbruch, da entsteht immer viel Flüssigkeit beim Verwesungsprozess. Und da wollen wir einmal einen Stock haben. Na, ich hatte hier mal irgendwo einen Stock. Hier so eine alte Brennnessel geht auch. Schnell mal was abgebrochen. Da muss flexibel sein, Leute. So, jetzt stoche ich das mal frei hier. Zack, die Löcher müssen immer frei sein, wenn man neu beködert. Ja, komm schon. Noch eine Feder drin, die ist hartnäckig. Gut, aber das macht auch nichts eigentlich. Soweit ist es frei. Andere auch noch mal ein bisschen freier machen. So, gut, da hängt jetzt nur noch eine Feder drin, aber es ist scheißegal. Da läuft das auf jeden Fall dann ab. Dann können wir den Deckel drauf machen. Zumachen. Keile rausnehmen. So. Einmal gucken, wie das Wipprohr arbeitet. Den Stein muss ich noch ein bisschen verschieben hier. Das Gestänge runterdrehen. Das ist alles frei, das ist alles super. Dann einmal hier den Gegenhalter vorstellen. Ein bisschen das gucken, wo der Mittelpunkt hier ist. Na, oh ja, so steht er schon gut. Rest kann man gleich noch ein bisschen nachjustieren, wenn man den Schieber raufgelegt hat. Schieber vorsichtig rauflegen. Hier das gleiche. Drin. So einen Scheiß muss man immer gleich rausnehmen. Da
brauche ich wieder meine Brennnessel. Darf kein Scheiß reinwachsen oder so, das ist wichtig. Muss immer frei sein, der Schieberkasten. Muss man immer ein Auge drauf haben. So. Zumachen. Hier ist auch noch Gras dran. Und Blätter. Oder so ein Scheiß. So. Jetzt stelle ich die nochmal ein bisschen besser ein hier. Dass er mittig liegt. Jetzt ist der Druck auf dem Gestänge, jetzt kann man das besser machen dann. Dann ist gut. Das ist alles Müll daran. So. Den alten Köder, den müssen wir gleich mitnehmen oder auf jeden Fall nicht hier vor die Falle schmeißen oder so. Nicht, dass das Raubwild hier seine Neugier hier befriedigt. Draußen an so einem alten Luder hier. Hier vorne ist ein Teich. Da schmeiße ich das jetzt einfach rein. Gut, man hätte jetzt noch Pflaumenmus reinmachen können, habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ist auch nicht so schlimm, beim letzten Mal war jetzt auch kein Pflaumenmus drin. Deckel zumachen. Schloss vor. Und gut. So, ich bin schon wieder zu Hause. Hier ist ein bisschen Licht. Ich dachte, das Abschlussvideo mache ich hier. Ja, das war ja ganz gut, dass jetzt wieder ein Dachs drin war. Also die Falle, die hat mir jetzt echt schon richtig viele Fänge gebracht. Der Standort ist richtig super. So allzu lange steht sie halt noch nicht. Knapp 2 Jahre jetzt, glaube ich. Aber jetzt geht das echt richtig rund mit der Falle. Die steht an einer Hauptpasta. Und der Wechsel ist ziemlich dicht auch dran. Also das Raubwild kommt ziemlich dicht an der Falle lang auch. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass auch immer Witterung dann, dass sie auch immer Witterung in die Nase kriegen dann vom Köder. Das ist ein wichtiger Faktor meiner Meinung nach für gute Standorte. Normalerweise fange ich im Januar so, ja, ich sag mal 1-2 Dachse, so wie jetzt, ist eigentlich so die Regel. Also mal gucken, jetzt ist es auch milder geworden, der Frost ist weg. Da scheint die Aktivität auch im Moment irgendwie hochzugehen bei den Dachsen. War jetzt auch kein Jungdachs, würde ich sagen, also kräftiges Exemplar. Nicht vom letzten Jahr, weil die Jungdachse suchen sich jetzt auch neue Reviere jetzt zu der Zeit. Aber die letzten beiden, die ich gefangen habe, das waren keine Jungdachse. Die scheinen irgendwie sich weit zu bewegen im Moment irgendwie. Da kommt wieder Bewegung bei den Dachsen rein. Also gut, dass es geklappt hat. Der ist ziemlich früh in die Falle gegangen, 21.30 Uhr, glaube ich, war das gestern. Ja, also mal schauen, wie es die nächsten Tage weitergeht. Bis zum nächsten Fang. Ciao.